sind ja hier in Zürich bei der Rad-WM dabei und vertreten die Mannschaft der Lettenbüs und der Flugschwinger, der Migranten. Was bedeutet das für Sie, eben da nichts machen für die Zeichen der Flüchtlinge? Genau, für mich bedeutet viel das Rennen, vor allem, das ist wie meine zweite Heimat, hier zu fahren. Es ist ein großartiges Rennen in meinem Leben und auch für Refugee Olympic Team. Ich hoffe, mein Start heute und wie ich fahren würde, ich hoffe, dass irgendwie eine Hoffnung gibt, dass die anderen Flüchtlinge das sind irgendwie nochmal Energie haben, um weiter das Leben zu führen. Ja. Was bedeutet denn Sport und in dem Fall Radfahren eben als Flüchtling? Was kann es auch sozusagen geben, für Impulse geben, wenn man in einem fremden Land ist und natürlich alles, was man erlebt hat, auch am Negativen, wie kann man das auch mit Sport überwinden und auch das, kann das auch etwas bewirken? Ich würde so sagen, allgemein im Sport, Sport hilft extrem in Integration und das ist auch von meiner eigenen Erfahrung. Sport hat mir immer geholfen, ich war immer positiv eingestellt und es hat mich wirklich so weit gebracht vorne und ich meine auch für mental, für Kopf, für Psyche ist sehr gut. Man hat einen freien Kopf, man ist in der Wald oder draußen und das gibt für den Kopf und für den ganzen Körper extrem viel Energie und das hilft extrem. Und auch wie gesagt, die Integration, die man das Land versteht, die Sprache, man trifft andere Leute und ich denke auch im Sport, du brauchst keine Sprache, man kann einfach spielen oder fahren oder was immer und das sind Extreme. Mhm. Und wie reagieren denn auch die anderen Fahrer, wenn sie sehen, oder das ist jemand von Refugee Team? In meiner Erfahrung war immer positiv, ich habe immer positive Erfahrung. Klar, es ist ein spezielles Team, die fragen, okay, Refugee Team, aber woher kommt man genau? Und klar, wenn man sagt aus Syrien, dann versteht der Satz ganz genau. Okay, herzlichen Dank und alles Gute. Bitte. Ja.